Und damit herzlich willkommen zurück bei einem, wieder einem neuen Let's Play, nein, gar nicht, bei einer neuen Let's Play Runde. In die erste mit Minecraft im Jahr 2018. Und, ja, ist halt eine ganze Menge passiert, ne? Also bei mir jetzt privat und deswegen gab es halt ewig lang jetzt kein Minecraft, ich weiß. Und das kurz vor der 800, wo ich mir auch wieder was Neues ausgedacht habe. Was ich gerne machen würde, wenn ich aber nicht sicher bin, ob ich das hinkriege. Aber dadurch, dass der ganze Channel ja für mich so ein bisschen zum Spaß haben und zum Ausprobieren immer ist, ist mir egal, ob das am Ende voll hip, cool irgendwas ist. Machen werde ich trotzdem. Ja. Was so ein bisschen passiert ist, werde ich gleich so ein bisschen erzählen auch. Unterdessen guck mir den Mond an, fange ein bisschen an zu heulen bei dem Lied von Bloodborne, was gerade im Hintergrund im Remix läuft. Und gucken uns einmal ganz kurz unsere Kirche an. Wobei ich glaube, ja komm, die gucken wir uns jetzt einmal so an. Ich hatte nämlich jetzt gestern oder vorgestern geguckt, wie ich denn alles hier wieder ans Laufen kriege auch. Und ich muss halt, also ich muss im alten Launcher spielen. Sobald ich ein Update auf den neuen Launcher mache, kackt mir Minecraft ab. Das war halt so wild. Ich mag sowieso diesen alten Launcher, der hat irgendwie ein besseres Flair, weiß ich nicht, der gefällt mir eh besser. So, aber was habe ich getan? Ich habe hier so ein bisschen roten Stein schon rumgemacht in der letzten Zeit. Ich habe gemacht, wie ich wollte, gesagt hatte, habe hier so Wasserrinnen dran gebaut sozusagen. Hier die habe ich extra weggelassen, weil eigentlich normalerweise hier hätte ich noch eine hinmachen müssen. Aber das wäre dann in diesen Weg rein gewesen und so. Und das war irgendwie zu viel. Genau, dann habe ich hier auch schon überall angefangen, das rundherum so ein bisschen zu stützen. Ne, also das Äußere hiervon. Bin damit aber noch nicht komplett fertig, glaube ich. Ne. Seht ihr hier, die müssen noch bis nach ganz nach oben und so. Und dann müssen hier natürlich auch so also Bögen noch rein. Also hier um die Fenster einmal jeweils einen Bogen. Dann, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Fenster auch so zu machen, dass ich halt schwarzes Glas und weißes Glas innen drinnen mache. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, blau oder lila. Habe ich dieses lila Glas, habe ich, glaube ich, genommen. Und deswegen ist in der Mitte, genau, hier sowas. Das ist leicht blaues Glas, das ist weißes Glas und hier habe ich schwarz, lila, also Zwischending von schwarz und blau, ne? Und dann das weiße. Und das ist ja der Gott des Ausgleichs, also das Anfang, Ende und das, was dazwischen ist, haben wir ja gesagt. Genau. Und dann muss ich hier nämlich noch so ein bisschen gucken, wie wir das so weitermachen. Auf jeden Fall werde ich hier diese Stützen werde ich bis mal ganz oben machen und dann da immer so leichte Bögen noch rein oder was. Und dann muss ich gucken, wo ich drüben rauskomme, also wo ich da anfange. Weil das möchte ich auf jeden Fall machen, damit es diesen gewissen Flair einfach erhält. Dann am Ende, Moment. Ja, damit es Flair erhält. Tschüss, Junge. Ich bin Flair, ey. Gangster Rapper. Weil nur wenn man Flair hat man oder eben nicht. Ne? Bravo 46. Nee, hier, guck mal. Genau, weil hier hatte ich nämlich damit angefangen, dass dann eine Treppe von unten und eine Treppe von oben immer, dass es hier so rumgeht. Müsste ich hier dann eigentlich weitermachen noch. So. So und ja, dachte ich mir schon. Nee, das geht so nicht. Was schreit die denn so? Ah, guck mal, so. Ne? Und obendrauf halt das gleiche. Und das soll halt einmal am Ende komplett. Warum ist denn das da? Das ist irgendwie nicht so hoch wie hier. Das war aber eigentlich anders gedacht. Eigentlich war das so gedacht, dass das so sein sollte wie da.
Oder geht das? Doch, eigentlich möchte ich das dann, dass es einmal komplett rumgeht. Wobei das Blödsinn hier, ne? Also wenn, dann muss ich so machen. Und so machen. Könnt ihr das sehen überhaupt? Warte. So. Ne, das geht halt so. Es geht halt hier so einmal rum und rum und rum und hier ist deswegen zu. Und hier müsste ich dann, glaube ich, einen Slab hinsetzen, ne? Damit das also hier eine Gerade zieht. Sonst macht das, glaube ich, gar keinen Sinn. Oder? Ich meine, ich kann halt so machen und so machen. Aber hier gibt das, glaube ich, keinen Sinn, ne? Weil ich müsste ja dann... Ich müsste ja auch... Was ist das für eine Musik? Die gefällt mir. Ich komme mir bekannt vor. Nee, das macht so keinen Sinn. Wenn ich so... Es geht nicht, ne? Mann, was ist denn die Musik? Das kommt mir bekannt vor. Ja. Aber dann geht das da rein. Naja. So, auf jeden Fall. Das soll dann... Im Endeffekt soll das hier so rumgehen, damit das hier so eine schöne... Ja, nicht Ball... Wie nennt man das? So eine Bordüre, so eine Balustrade, damit das diese schönen... Ja... Also damit es wirklich aussieht, einfach wie eine anständige alte Kirche. Ach, scheiße. Ja, wobei, ich glaube, der soll, glaube ich, sogar dahin. So, dann bin ich jetzt hier unterm... Das Fenster falsch gesetzt oder das hier falsch gesetzt? Nee, ich glaube schon, dass das fast richtig ist. Guck mal, wenn ich hier so mache, das ist zu viel, ne? Ich müsste, glaube ich, hier mit Absicht mit dem Stein schon. Ich glaube, ich muss so machen. Guck mal, so. Nein, 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 das ist falsch rum. Ach, bei Creativeverse könnte ich die wenigstens nochmal rumdrehen. So machen. Dann komme ich da genau wie so eine Treppe raus. Ich glaube, das ist gut. Und dann ziehe ich hier halt wirklich noch eine Line Slaps davor. Ich glaube, das ist gut. Oh, da vorne sind Stufen, die darf ich nicht vergessen. So, aber wir sind jetzt in einer 8. Minute schon am Aufnehmen. Ich habe hier nur so ein paar Steine gesetzt und euch gezeigt, was ich hier so ein bisschen gemacht habe. Aber das ist ja noch gar nicht alles, was ich gemacht habe auch. Was ich ja zum Beispiel noch machen muss und will, ist dann mit euch zusammen das Ding hier unten ausbauen. Wobei, das kann ich auch alleine machen. Ich zeige euch das dann, glaube ich, irgendwann, wenn es fertig ist. Ich habe hier Türen reingeschmissen. Ich habe hier verschiedene Steine reingemacht, wie ich gesagt habe. Ich muss mal überlegen, ob ich da noch nicht normales Glas reinmache. Also, farbiges, damit man diese Rahmen nicht sieht. Ich verspreche euch auch, also, na doch, komm, ich verspreche es, weil da muss ich mich dran halten, dass ich mich irgendwann dieses Jahr auch dran setzen werde und endlich mein Texturenpaket wieder auf Vordermann bringe, dann können wir das ein bisschen benutzen und so. Genau, ich habe ich habe hier Teppich reingelegt, ich habe geguckt, dass jetzt die Bänke an so fertig sind, ich habe, was habe ich noch? Ich habe hier oben Licht gemacht auch und ich habe hier auch diese Unterkonstruktion reingezogen, weil natürlich ich schnellstmöglich jetzt, wo es wieder weitergehen kann, mit euch auch nochmal ein Schiff bauen will. Und wenn ich hier ein paar Stunden lang mit euch Bretter an die Decke nagel, ich meine, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, aber dann kommen wir eine ganze Weile lang nicht zum Schiff bauen. Und ich wollte, also ich bin ja noch mal ein paar Mal über in der Zeit jetzt, wo ich auch nichts gemacht habe, beziehungsweise nichts für YouTube gemacht habe, weil ich einfach nicht dazu kam, bin ich ja trotzdem in den Kommentaren gewesen. So, wenn da halt irgendwelche Anfragen waren oder ich privat angeschrieben worden bin oder so, reagiere ich ja trotzdem, ne? Also ich gucke ja trotzdem, dass ich dann für euch da bin. Und ja, es sind halt eine ganze Menge Anfragen also für mich, für meinen kleinen Channel, der eigentlich nicht viel macht ist und also eigentlich, ja, und naja, der halt nur zum Spaß da ist und nichts verdient und nichts.
sind halt eine ganze Menge Anfragen nach Schiffen gekommen. Und die Sache ist wirklich, wir werden... Ich werde in diesem Jahr drei One-Piece-Schiffe bauen. So. Und zwar bauen wir... Oh, komm. Vier dann eigentlich. Weil ich will ein großes Marineschiff bauen. Ich will auf jeden Fall ein großes Marineschiff bauen. Ich bin am Spekulieren, ob ich das von Garp baue. Weil ich finde einfach die Herausforderung, diesen Hundekopf vorne dran zu bauen, dass man den auch erkennen kann und sowas, finde ich großartig. Jetzt muss ich aber gucken, ob ich mich da nicht mit übernehme. Und wenn ich... Also ich möchte ein großes Marineschiff bauen und daneben so ein kleines. Es gibt ja auch diese kleinen Fregattenboote. So. Aber das zähle ich als ein Schiff. Ne? Sagen wir mal, das ist ein Schiff. Und dann möchte ich noch bauen... Das Barathee. Wir werden das Barathee bauen in die Nähe vorne von meiner Elder Farm. Da werden wir das Barathee in der Nähe hinbauen, weil das Gute ist, dann habe ich schon eine Railroad, wo ich dann den Scheiß hinbringen kann. Also dann haben wir eine Ressourcenstrecke, die wir nutzen können dafür. Und welches drittes Schiff? Ah, da seid ihr jetzt gefragt. Komm. Ihr entscheidet, welches dritte Schiff, aber bitte nicht sowas Abnormales wie die Thriller Bark bauen, weil ist nicht möglich. Also ist schon möglich, aber nicht in Minecraft. Weil, wenn man da einfach überlegt, dass man um den Mast, der Mast ist halt von der Thriller Bark ist ein eigenes Gebäude, ist ein riesiger Turm. Und wenn man alleine in One Piece bedenkt, wie groß Oz ist. Ja, dann kannst du vergessen. Die kannst du nicht bauen. Also nicht in Relation getreu zu den Dingen, die wir sonst bauen. Funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Also schon irgendwas bauen. Zum Beispiel, ich glaube auch von diesem einen Kaiser der Weltmeere. Wie heißt der? Kaiju oder was? Dieses Monster. Der auch... Das Schiff kannst du zum Beispiel auch nicht bauen. Also du kannst keine Schiffe von Riesen bauen. Weil einfach der Mast höher ist als das Limit von Klötzen, die du bei Minecraft setzen kannst. Ja, aber für andere Dinge bin ich gerne offen dann. Ja, genau. Und dann bin ich da gerne für offen. Ich weiß nicht, ob ich das Lied, was ja da drin ist, überhaupt spielen darf. Ich glaube, das ist ein Remix. Ich sag einfach, das ist ein Remix. Und wenn mich jemand drauf anspricht, lüge ich. Ich meine, dann sage ich nur, doch, es ist ein Remix. Genau, und auf jeden Fall könnt ihr da so ein bisschen entscheiden, welches Schiff wir dann sonst noch bauen. Wenn vielleicht so was ein bisschen cool aussieht oder so. Und ja, dann entscheidet einfach mal, macht mir ein paar Vorschläge und so, und dann suche ich mal was Geiles raus. Dazu muss ich natürlich dann auch bei jedem Schiff, was da gebaut werden muss, muss ich die entsprechenden Vorbereitungen treffen, wie bei den ganzen anderen hier auch, weil damit ihr das halt anständig am Ende nachbauen könnt. Und selbst letzte Woche, das freut mich ja immer, ne? Muss ich sagen, wenn dann die Sunny ist ja jetzt auch schon 2 Jahre her, dass wir die gebaut haben, und wenn dann da unter dem Video trotzdem nochmal Leute auftauchen und die sagen so, ey, ich habe die jetzt nochmal nachgebaut, war jetzt irgendwie, weil mein Spielstand ist kaputt gegangen und ich habe immer noch Spaß an dem Schiff und so. Und wenn ich sowas, also ich habe da, das macht mir Spaß. Also dann finde ich auch, dann finde ich gut, dass ich, oder dann macht es mir, oder da macht es mir dann auch nichts aus, dass wir hier so ein kleiner Channel sind, dass wir nicht so viele Zuschauer haben oder Klicks oder sowas. Aber dafür, dass die Leute halt immer wieder kommen und mit den Sachen, die wir dann hier so zusammen uns gedacht haben, was wir da halt als nächstes machen wollen und so, dass die Leute da immer noch Spaß mit haben oder immer wieder Spaß mit haben. Das freut mich dann. So. Ne, weil Ziel von dem Ganzen hier ist ja auch, geilen Scheiß zusammen zu machen. Ja. Und genau, dann werden wir für dieses Jahr, werden wir dann 3 respektive 4 Schiffe bauen. Ihr entscheidet. Beziehungsweise bei dem einen. Ich möchte auf jeden Fall ein Marineschiff bauen. Oder 2, also eigentlich 2, aber da müssen wir mal gucken, welches.
Dann halt würde ich gerne das Baratie bauen, einfach weil ich es thematisch auch geil finde und weil es halt auch wieder viele Feinheiten hat, die man dann innen drinne ausbauen kann und so. Und natürlich auch, weil ich durch das One Piece, weiß das Red oder Blue oder Yellow, ich habe die eigentlich alle. Ah ne, gar nicht. Das Green habe ich nicht. Ne? Es gab auch, glaube ich, irgendwann noch ein Green. Und da gab es zumindest einen Übersichtsplan, wie das Ding aufgebaut ist. Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das Buch jetzt schon eine Weile lang nicht mehr in der Hand gehabt. Was aber unter anderem da deswegen so ist, wegen dem Grund, warum ich auch jetzt so lange nicht aufgenommen habe. Und zwar, ich bin halt umgezogen. Ich habe halt jetzt nach langer Zeit und Suche, habe ich endlich eine andere Wohnung gefunden. Und bin halt umgezogen und ja, dadurch, dass ich vorher jetzt ja, ich musste mich halt auch komplett neu einrichten und mit der Wohnung an sich, oh, da erzähle ich gleich, das ist, also die Wohnung an sich ist wunderschön, muss ich wirklich sagen. Die ist super geschnitten, dafür, dass sie zwei Zimmer hat, etc., hat sie auch viel Platz und ja, sie ist schön ruhig gelegen. Sogar im wahrsten Sinne des Wortes ruhig, weil es ist neben einem Friedhof. Also am Ende einer Straße und in der Nähe ist dann, oder nebenan ist ein Friedhof, aber es ist halt ruhig. Ne? Was jetzt den Vor- oder Nachteil hat, entweder bei der kommenden Zombie-Apokalypse bin ich entweder super safe, weil ich geheiligten Boden in der Nähe habe, oder ich bin super im Arsch, weil von da die Ersten kommen. Wird man dann so rausfinden. Auf die eine oder andere Art. Genau. Und ja, hier in der Wohnung, also ich muss sagen, wie gesagt, an sich, die Wohnung ist super schön. Sie ist super, super aufgebaut und super geschnitten. Und das Schlafzimmer und so, das ist auch groß genug. Und selbst hier im Wohnzimmer, also habe ich jetzt auch genug Platz. Und ja, ich muss mir noch, also ich habe jetzt keinen PC-Tisch mehr. Muss ich mir auch erst noch neu holen. Ich habe einige Sachen, habe ich mir komplett neu holen müssen. Oder eher gesagt, ich habe mir keine neuen Sachen geholt, sondern ich habe mir gebrauchte Sachen geholt. Weil sich komplett neu einzurichten, dafür habe ich einfach keine Kohle gehabt. Ist ja auch nichts Schlimmes dran. Weil ich muss nämlich sagen, allein durch hier so Sachen wie eBay Kleinanzeigen oder so, kann man eine ganze Menge super schöner Sachen für umsonst bekommen. Oder halt für kleines Geld. Ich meine, es gibt auch so Gebrauchtmöbelhäuser, da habe ich zum Beispiel meine Couch her und zwei, drei andere Sachen. Die war aber irgendwie auch nur einmal benutzt und dann dahingestellt. Und ja, dann habe ich die halt mitgenommen für 300 Euro. Weil, warum auch nicht, eine komplette Couch-Kombi, die man sogar so ein Stück weit ausziehen kann für zum drauf schlafen, habe ich mir gedacht, zack, Katsching, nimmst du mit. Ja, aber es muss halt nicht immer alles neu sein, weil, also, bei vielen Dingen, die man da neu kauft, ist man eigentlich nur traurig in dem Moment, wo der erste Fleck drauf ist. Da, also ich kenne eine ganze Menge Leute, die sich eine neue Couch geholt haben oder so und die ist noch beim Transport, hat die irgendwo eine Macke reingekriegt oder so. Und ja, weiß ich nicht. Also klar, schöne, komplett neue Sachen sind auch hübsch und so, aber ey, man muss sich manchmal auch einfach ein bisschen fügen, wie die Umstände es gerade nun mal so sind. Und ist jetzt nicht so, als hätte ich hier Sperrmüll stehen. Sondern das sind halt gute Sachen, die sind halt einfach nur gebraucht. So. Läuft. Wobei selbst beim Sperrmüll ist manchmal also seltsam, was die Leute alles wegwerfen. Und manchmal ist es ganz gut, was sie alles wegwerfen. Aber naja, muss ja alles sein für und wieder. So. Genau, dann wollte ich nämlich so machen, ne?